Sicherheit. Ambacher, FPÖ. Und Kollegen, geschätzte Damen und Herren vor den Bildschirmen und auf der Galerie. Sehr geehrter Herr Bundesminister, ich erinnere mich noch sehr genau an den 30. März dieses Jahres, der erste Ausschusstag unter Ihrem Amt. Und ich war sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Und ich muss sagen, ich war positiv überrascht, da in vielen Dingen Sie auf uns zugegangen sind. Sie haben gesagt, Sie werden auf die Oppositionspartei in Augenhöhe zugehen. Sie werden ein Arbeiten in einem Stil pflegen wollen, sodass es auch erfolgreich sein kann. Und Sie haben aber auch gesagt, Sie kritisieren die Oppositionspartei, dass Sie bei Beschlüssen, beziehungsweise wenn schon der Schritt in die richtige Richtung getan ist, dann leichtfertig oder eleganterweise die Kurve kratzen, indem man sagt, naja, es ist zu wenig inhaltlich voll und in die Tiefe ausgearbeitet. Und da möchte ich in diesem Zusammenhang Ihnen sagen, wir, die FPÖ, waren es. Wir haben im Verkehrsausschuss den Antrag zu der 32. Novelle nicht zugestimmt, mit dem heute schon oft diskutierten Thema Handy und das Manipulieren mit dem Handy. Wir haben uns aus dem Grund das nicht leicht gemacht, weil es geht nicht nur darum, was ein Handy heutzutage schon alles kann, sondern auch, was die Autos bieten und können. Wenn ich heute sage, ich lege mein Handy weg, über Bluetooth habe ich Media, ich habe Internet, das können aber die Autos auch. Also daher, wir haben es uns nicht leicht gemacht. Sie haben gesagt, die Opposition macht sich das leicht. Wir sind hergegangen und wir werden heute diesen Antrag zustimmen. Mein Kollege Gerhard Deimek hat es, nach, so wie Sie es gesagt haben, das Angebot angenommen. Er ist zu Ihren Mitarbeitern und Kollegen gegangen, hat Sinnvolles auch ausgearbeitet und in diesem Sinne lohnt es sich aus meiner Sicht, dass er das getan hat. Ich bedanke mich bei ihm, ich bin sehr froh darüber und möchte eben sagen, dass das auch zukünftig möglich sein soll. Im Zusammenhang mit dem Antrag bezüglich dem zwingenden Geräusch von Elektroautos möchte ich schon sagen, da könnten sich die Damen und Herren der Regierungsparteien vielleicht auch ihre Worte zu Herzen nehmen, denn ich bin mir ganz sicher, ich teste seit Monaten Elektroautos. Das Elektroauto ist wirklich in diesem Sinn ausgereift. Die einzige Schwäche, die es dabei gibt, ist, dass sie einfach zu leise sind. Und vor allem in den Bereichen Parkplätzen, Parkgaragen, im innerstädtischen Bereich bis 50 km/h, hat es einfach das Problem, dass man nicht nur von Blinden, Sehbehinderten, Kindern, älteren Menschen übersehen wird, da es einfach zu leise ist. Aus meiner Sicht ist es auch zu spät, bis 2019 zu warten, dass das einfach früher hätte eine Chance gehabt, diesen Antrag von der Kollegin Dittrich anzunehmen. Und daher kann ich nur eines sagen, ich wünsche ihm, wie es im Tunnelbau heißt, Glück auf und Ihnen und uns eine gute Zusammenarbeit. Danke. Sagt Thomas Schellenbacher von der FPÖ, nächster Redner.